Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 8. Das Feuer brannte noch. Wir hatten keine andere Wahl, als dem Wort einer Räuberin zu vertrauen. Der glühende Dolch zitterte in meinen Händen. Tu es, Ellie, ich halte das aus. Richard versuchte tapfer zu klingen. Ein schreckliches, zischendes Geräusch und der Gestank von verbranntem Fleisch erfüllte die Hütte, als die Klinge sein Ohr berührte. Aber es schien seine Wirkung zu tun. Während Richard schlief, bewachte ich die Tür stundenlang. Aber schließlich fielen auch mir die Augen zu. Und dann können wir gehen weiter nach Winchester. Die haben ja jetzt die Nacht da verbracht. 2 Tage lang gingen wir zu Fuß weiter, nur kurze Pausen dazwischen. Aber schließlich erreichten wir die Tore von Winchester. Richard war schwach, aber wenigstens waren wir noch zusammen. Gemeinsam würden wir schon einen Weg finden, diesem Albtraum zu entkommen. Oh! Das war Kapitel 8. Ja, was haben wir getan? Gegenüber William hast du für dich selbst gesprochen. Du hast William absichtlich provoziert, indem du ihm verdorbenes Fleisch serviert hast. Du hast Richards Mut dafür gelobt, dass er William angegriffen hat. Du bist erfolgreich aus Earl Castle geflohen. Du hast der Frau im Wald vertraut und wurdest von ihr ausgeraubt. Du konntest Richards Wunde ausbrennen und bist sicher in Winchester angekommen. Jetzt kommt Kapitel 9. Der Schwur. Oh. Wir haben es geschafft. Jetzt können Sie uns nichts mehr antun, nicht wahr? Immerhin gibt's hier Gesetze, die uns schützen, richtig? Ich denke schon. Aber wir sollten unser Glück nicht auf die Probe stellen und schnell nach einer Unterkunft suchen. Dann lass uns gehen. Wohin willst du denn? Zu unserem Stadthaus natürlich. Idiot. Das ist doch keine gute Idee, oder? Lass erstmal gucken. Haus. Taverne. Kirche. Taverne. Schloss. Westtor. Kathedrale. Mein Gott, wie groß, ey. Münze. Münze? Haus. Eieieiei, okay. Ellie, es ist jemand hier. Ob es Vater ist? Glaubst du? Irgendwo muss er schließlich sein. Nee, ich glaub nicht, dass er das ist. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Komm jetzt, bevor uns noch jemand sieht. Er ist ja auch eigentlich doch im Gefängnis. Oh. Oh, joi, Gesundheit. Taverne ist immer gut. Ach Gott, was ist denn mit deinem Ohr passiert, Junge? Hast dich wohl in deinem Angelhaken verfangen? Wir haben gehofft, wir könnten heute Nacht hier bleiben. Wir haben einen langen Weg hinter uns und sind sehr erschöpft. Tut mir leid, alles belegt. Der König ist in der Stadt. Es wimmelt nur so von Edelleuten. Kommt nächste Woche wieder, wenn die großen Fische aus dem Teich sind. Dann habe ich vielleicht ein Plätzchen für euch. Ellie, er hatte mich gefragt. Tja, dann sag nächstes Mal auch was. Ach, wie auch immer. Kirche ist auch immer gut. Hier ist aber noch eine Taverne, da versuchen wir es auch nochmal. Ich sieh dir das an. Ein Krüppel mit einem Schwert und seine Bettlerbraut. Wenn ihr ein lauschiges Plätzchen sucht, es gibt da hinten eine Scheune. Wir sind Geschwister, wir suchen einen Platz zum Schlafen. Ja, nee, komm, wir sind Geschwister. Mach's da. Wir suchen einen Platz zum Schlafen. Ihr könnt mein Zimmer haben, bis ich mit dem Bier fertig bin. Das sollte euch Turteltäubchen ja reichen. Oh. Was ist los? Warum gehen wir wieder? Das ist unwürdig.
Vater wäre entsetzt, wenn wir mit diesen Leuten in einem Haus blieben. Aber Ellie, sie haben nur Spaß gemacht. Komm, schauen wir weiter. Hier war doch irgendwo noch ein Haus, da. Versuchen wir es mal da. Lass mich! Ich bin der Sohn des Grafen Bartholomäus von Shiring. Macht auf! Warum sollten Sie uns einlassen? Vater ist nicht Ihr Graf. Psst, jemand kommt an die Tür. Ja? Was ist? Ist was nicht in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Wir müssen auf der Straße schlafen, wenn ihr uns nicht hereinlasst. Tut mir leid, aber wir gehen jetzt ins Bett. Gute Nacht. Was fällt Ihnen ein? Sie schulden uns nichts, Richard. Wir werden einen anderen Schlafplatz finden. Wie der auch fragt, ne? Also, das ist ja... Die haben hier eine... Was ist denn eine Münze? Ich möchte das wissen, was das ist. Also gehen wir da jetzt mal hin. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich auch aufnehme überhaupt. Sie ist geschlossen und verriegelt. Sie wollen nachts keine Fremden da drinnen haben. Was ist das denn? Hier haben wir noch ein Haus. Ellie, das ist sinnlos. Es muss doch noch gute Menschen in dieser Stadt geben. Nicht unbedingt. Was wollt ihr? Guten Abend. Verzeiht, dass wir euch stören. Aber mein Bruder und ich haben viel durchgemacht und suchen verzweifelt ein Lager für die Nacht. Bitte. Wartet hier. Bist du verrückt? Lass sie nicht rein. Das sind Diebe. Was habe ich gesagt? Dann versuchen wir es in der Kirche. Da hinten ist eine warme Ecke. Ihr könnt eine Decke haben. Aber es gibt nichts zu essen. Ist eure Frau damit einverstanden? Das ist meine Sache. Sie macht sich immer zu viele Sorgen. Sie wird meine Entscheidung akzeptieren. Ja, dann nehmen wir an. Danke. Ich danke euch vielmals. Ihr seid ein guter Mensch. Ja, warum denn nicht? Wir nehmen jetzt erstmal an. Man muss ja erstmal alles ausprobieren. Es gibt wahrscheinlich mehrere Wege. Wir hätten jetzt in der Kathedrale oder in der Kirche auch pennen können. Ich glaube, in der Kirche kann man sowieso schlafen. Damals war es auf jeden Fall so. Sie hat gar nicht geschlafen und ihr Bruder ist schon wieder weg. Der ist echt... Als ich am folgenden Morgen erwachte, war ich allein. Ich hoffte, dass Richard einfach früh aufgestanden war. Vielleicht, um direkt zum Schloss zu gehen. Ich ging sofort los, um ihn zu suchen. Der alte Mann hat sich zäh gehalten, hörte ich. Sie haben ihn tagelang ausgepeitscht. Und als es vorbei war, bat er nur um einen Becher Wein. Er hat nicht gebettelt, nur gesagt, beeilt euch, ich hab Durst. Als wäre es ein Fest oder sowas. Man wünschte sich, er wäre noch auf unserer Seite. Welch eine Schande. Unterwegs mussten wir in einem Gasthaus Halt machen. Sie setzten uns Bauernfraß vor. Brei? Und kein Fitzelchen Fleisch. Gibt es nicht ein Gesetz dagegen? Oh, da fällt mir gerade ein bisschen, was ich ganz gerne esse, gerade zur kalten Jahreszeit. Ich habe keine Zeit dafür. Ja, aber da hinten ist das Gefängnis. Bauerntopf. Das ist so lecker. Das ist eigentlich simpel. Das ist eigentlich ein Eintopf, bestehend nur aus Kartoffeln, Hackfleisch und Paprika. Aber das ist so lecker. Das ist so lecker. Oh. Und Käselauchsuppe. Ihr habt mich gehört. Jetzt geht weiter. Aus dem Weg, Wache. Jeder hat das Recht, sich an den König zu wenden. Aber die Ärmeren sind meist nicht so dumm, davon Gebrauch zu machen. Was sagst du da? Du redest mit dem Sohn des Grafen von Shiring. Und ich bin die Tochter. Wenn du uns nicht durchlässt, lassen wir euch in den Kerker werfen und dort verfaulen. Wie euren Vater, meinst du? Was?
Du weißt, wo er ist? Natürlich. Und das solltet ihr auch, wenn ihr seid, was ihr behauptet. Er ist im Gefängnis, gleich hier in der Burg. Wie kommen wir dorthin? Vor dem Tor nach links, auf der anderen Seite des Burghofes. Ihr werdet aber mit dem Aufseher sprechen müssen. Sein Name ist Odo und er hat tiefe Taschen. Tiefe Taschen? Nun, wir Gemeinen können keine Gefälligkeiten für nichts erwarten. Ihr solltet euch besser drauf einstellen. Jetzt macht Platz. Es wollen noch andere zum König. Ich hätte das auch allein geschafft. So wie du allein weggelaufen bist, ohne mir was zu sagen? Psst, Ellie. Die Leute gucken schon rüber. Was macht dein Ohr? Es pocht wie eine Trommel. Mein Kopf tut weh. Es tut mir leid. Ich dachte, ich könnte mit dem König reden, bevor du aufwachst. Du hast gestern so viel getan. Ich wollte dich nicht wecken. Bitte, sei nicht sauer. Du, wir müssen zusammenhalten. Das war lieb von dir, aber auch sehr dumm. Das war lieb von dir, aber auch sehr dumm. Oh, sieh mich nicht so an. Es tut mir leid. Sollen wir jetzt zu Vater gehen? Ja. Sie halten Vater im Gefängnis und müssen zu ihm. Was anderes kann ich ja auch eh nicht machen. Da kommen wir ja nicht rein. Ich kenne sie. Das ist alles ein solcher Unsinn, dass Mathilde Königin sei. Was hat der alte Mann sich nur gedacht? Er war einfach König Heinrich zu loyal gegenüber, sogar nach seinem Tod. Na, seid ihr zufrieden, Herrin? Natürlich nicht. Aber mein Mann scheint in guter Verfassung zu sein. Ich hoffe, es bleibt so. Das hoffe ich auch. Aber gutes Essen ist heutzutage schwer zu bekommen. Oh, ihr seid zu gütig. Das wird eine Weile reichen. Gebt gut auf ihn Acht. Ich bin auf dem Markt. Das werde ich. Gute Geschäfte, Herrin. Was starrst du mich an? Dein Ohr. Du solltest besser auf dich Acht geben. Was sollte das denn? Ich weiß nicht, aber wir haben unsere eigenen Probleme. Komm. Vielleicht hätte er es mal waschen sollen. Guck mal in den Stallungen. Du bist ein gutes Pferd. Und so ruhig. Die Männer des Königs sorgen besser für ihre Tiere als die Hemleys. Wir haben ja immer noch den Dolch. Ja, bleibt ja nichts, als mit ihm zu reden. Bist du der Gefängniswärter? Euer ergebener Diener. Worum geht's? Wir wollen unseren Vater besuchen, den Grafen von Shiring. Er heißt jetzt schlicht und einfach Bartholomäus. Dann ist er hier. Sieh uns an, wenn wir mit dir reden. Wie viel Geld habt ihr denn? Gar keins. Deshalb solltest du dir auch erst gar keine Hoffnung machen. Dann könnt ihr euren Vater nicht besuchen. Tut mir leid. Ich werde einen Penny beschaffen und ihn dir so schnell wie möglich herbringen. Aber kannst du uns nicht jetzt zu ihm lassen? Nur für einen Augenblick? Erst den Penny. Sollte nicht zu schwer sein. Einer von euch muss doch was wert sein. Wer war diese Frau? Das macht dann zwei Pennys. Was? Was? Ah, ihr seid drauf reingefallen. Das ist Mac. Ihr Mann hat versucht, einen anderen Händler zu beschwindeln. Ist schiefgegangen. Jetzt hat er alles verloren. Woher hat sie dann das Geld? Sie hat sein Geschäft übernommen. Arbeitet als Händlerin auf dem Markt. Lustig, dass ihr immer noch so viel an ihm liegt. Wie geht es ihm? Wenigstens das kannst du mir sagen. Bitte, geht es ihm gut? Nein, er liegt im Sterben. Und jetzt raus mit euch.
Weinst du? Hast du nicht gehört, was er sagte? Ja, aber er hat gelogen. Das letzte Mal, als wir Vater sahen, war er gesund und lebendig. Manchmal frage ich mich, was in deinem Kopf so vorgeht. Also, wie kommen wir an einen Penny? Wir könnten betteln. Bettler fragen gewöhnlich nach Essen oder Kleidung. Ich habe nie gehört, dass jemand ihnen Geld gibt. Nun, wie kommen Leute an Geld? Arbeiten. Der König erhält Geld aus Steuern, Adlige haben Pacht, Priester den Zehnten, Händler haben was zu verkaufen, Handwerker kriegen Lohn und Bauern brauchen kein Geld, weil sie Felder haben. Lehrlinge kriegen auch Lohn, Arbeiter ebenso. Wir könnten arbeiten. Aber Ellie, ich kann nicht arbeiten wie ein gemeiner Mann. Ich bin der Sohn eines Grafen. Nicht mehr. Du hast gehört, was der Aufseher sagte. Wir sind jetzt nicht besser als alle anderen. Ja. 32, 33, Winchester. 34. Der Mann. Bist du sicher, dass das stimmt? Bevormunde mich nicht, Mac. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Nein, das können wir uns nicht leisten. Dein Geschäft ist in guten Händen. Lass mich noch mal die Liste von gestern sehen. Natürlich. Ich könnte eine neue Tasche gebrauchen, aber nein. Erst müssen wir wissen, wie es weitergehen soll. 13, 15. Verzeihung, Herrin. Oh, ich hab dich doch schon mal gesehen. Im Burghof vor dem Kerker, stimmt's? Du hast Mumm, in dem Aufzug da rumzulaufen. Oh, das war nicht sehr nett. Was gibt's? Wir suchen Arbeit. Geld borgen. Wir brauchen Geld und wollen dafür hart arbeiten. Weißt du überhaupt, worum es hier geht? Wolle. Dies ist ein Wollhandel, nicht wahr? Und was tun Wollhändler? Wolle verkaufen? Nein. Naja, letztlich schon. Aber erst müssen wir die Wolle von den Bauern kaufen. Die Bauern bringen die Wolle und die Flamen nehmen sie mir ab. Ich muss sie nur transportieren, zwischenlagern und einen guten Preis erzielen. Und das ist billiger, wenn man's alleine macht. Mit ein bisschen Hilfe von mir, genau genommen. Könntet ihr uns etwas Geld borgen? Wohl kaum. Wofür? Wir müssen mit unserem Vater reden. Er ist Gefangener im Kerker der Burg. Und der Aufseher will uns erst zu ihm lassen, wenn wir ihm einen Penny geben. Wenn ihr ihn wiederseht, wird er 2 Pennys verlangen. Mindestens. Was sagt ihr da? Na, wenn Odo sieht, dass jemand etwas sehr dringend will, dann verlangt er mehr. Am Ende ist er auch nur ein Geschäftsmann. So werden wir Vater nie sehen. Könntet ihr uns helfen, mit ihm zu reden? Tut mir leid, aber nein. Was wolltet ihr im Gefängnis? Entschuldigung, ich wollte nicht neugierig sein. Mein Mann ist auch im Gefängnis. Ihm gehört das Geschäft. Aber er soll Waren mit Untergewicht verkauft haben. Jetzt muss ich nach Flandern reisen und unseren Handelspartnern klar machen, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Während ich mein ganzes Geschäft diesem Mann hier anvertraue. Na, eine kluge Entscheidung. Einem Mann, dessen Rechenkünste einiges zu wünschen übrig lassen. Ich sag euch was. Ich werde euch genug geben, um Odo zu bezahlen, wenn ihr uns helft, die Wollsäcke drin zu zählen. Könnt ihr zählen? Ich hab dir gesagt, dass meine Zahlen stimmen. Da drin sind 23 Säcke. Ja, wir können zählen. Dann geht rein und sagt mir, wie viele es sind. Vielen Dank. Komm, Richard, das machen wir zu zweit. Das Krasse ist ja, dass das damals wirklich eine ernst gemeinte Frage war. 6. Was? 9. Halt die Klappe, ich muss dir ändern. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ich sag's dir, wenn du fertig bist. Ich hab 21, aber ich kann ja sein, dass hier noch irgendwo Säcke auf die... Ach, da, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 habe ich. Wie viele hast du? 23. Ich habe 22. Bist du sicher? Glaub schon. Bitte zähl nochmal. Bitte zähl nochmal. Was? Wieso? Um sicher zu sein, dass du richtig gezählt hast. Nur wenn du auch nochmal zählst, Ellie. Mach ich. Eins. Zwei. Drei. Vier. Acht. Fünf. Neun, sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Na? Immer noch 23. Es sind 22. Wo sind denn die 23? Sagen wir es ihnen. Wir sind fertig. Gut. Wie viele sind es? 22, ja. Alles in allem sind es 22 Wollsäcke. Ellie, bist du sicher? Ja. Sag mir noch mal, Aldis, wie viel hast du pro Sack bezahlt? Wie ich sagte, für eine gemischte Qualität wie hier im Schnitt 1 Pfund. 1 Pfund pro Sack? Ja, Wolle verkaufen ist ein gutes Geschäft. Wenn man das Geld hier vergleicht, dann heißt das... Ich hab recht. Uns fehlt ein Sack. Da steht die er Kinder noch. Haben sich verzählt. Nein. Wie es scheint, verzählen sich alle außer dir. Hier ist deine Belohnung, Mädchen. Du hast meine Zählung bestätigt. Darum gebe ich dir mehr, als du wolltest. Zwei Penny. Super. Wenn ihr schlau seid, findet ihr raus, was Odo noch mehr will als Geld. Dann gibt er sich vielleicht mit weniger zufrieden. Was könnte das sein? Sagen wir einfach, er möchte sich ab und zu auch als guter Mensch fühlen. Dann kommt er sich nicht so wie das Ungeheuer vor, zu dem seine Arbeit ihn gemacht hat. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Und viel Glück in Flandern. Wird schon schief gehen. Du hast ihnen wirklich Geld gegeben? Ich kann mit meinem Geld tun, was immer ich möchte. Im Gegensatz zu dir. Also nimm dir kein Beispiel dran. Verstehe. Hände weg von dem Karren. Wir haben ihn gerade beladen. Max-Handel untersuchen. Max-Handel. Da Kleidung am häufigsten aus Wolle angefertigt wird, ist der Wollhandel ein gewinnversprechendes Geschäft. Schafe sind ein beliebtes Farmtier, da sie anspruchslos sind, aber Wolle, Milch, Fleisch und Haut für Pergament geben. Viele Schäfer lebten außerhalb von Städten, da dort ihre Tiere grasen. Es kostet Zeit, Geld und Energie, zu möglichen Kunden zu reisen. Bald haben Händler wie Mac und ihrem Mann sich dies zur Nutze gemacht und haben die Wolle vor Ort gekauft, um sie selbst zu Stadtmärkten zu bringen. Ihr Gewinn hängt davon ab, wie gut sie verhandeln. Max' Ehemann wurde aufgrund einer Anklage des Betrugs ins Gefängnis geworfen, worauf sie das Geschäft übernommen hat, um ihren Ruf wiederherzustellen. Ja. Wir dürfen nichts vergeuden. Nein, das... können wir uns nicht leisten. Mir geht's gut, ey. Gut, dann Marktplatz verlassen. Das ist das Schloss. Wir können ja nochmal... Was ist denn jetzt die Münze? Ich will jetzt gucken, was die Münze ist. Ich will das wissen. Da sollte ich nicht hingehen. Ich sah mal einen Mann um einen Penny betteln. Sie haben ihn fast zu Tode geprügelt. Wir können mal zur Kathedrale gehen. Bitte Gott, bitte hilf uns, Vater zu finden. Kirche? Hm,
Hier gibt es niemanden, mit dem man reden könnte. Was ist denn? Da ist auch eine Kirche. Wie viele Kirchen denn? Fleischhändler. Verkaufsstände. Guck mal, was man jetzt hier alles sehen kann. Noch eine Kirche. Mein Gott, viele Kirchen, ey. Gerade schon gehört. Was war noch? Was ist nochmal eine Manufaktur? Es ist nicht. Jüdisches Viertel. Ach, schau mal einer an. Ja, ich gehe jetzt einfach mal zurück und... Hier. Alles klar. Mit dem einen kommst du rein. Wenn dein Bruder auch mit will, macht das zwei Pennys. Seid ihr des Wahnsinns? Das entspricht nicht der Vereinbarung. Ich sagte einen Penny für dich. Über deinen Bruder haben wir nicht gesprochen. Das hätte ich von dir nicht gedacht. Wieso nicht? Schlimmer als ein Gefangener, ich dachte, du wärst ein anständiger Mensch. Ich dachte, du wärst ein anständiger Mensch. Nun ja, das bin ich. Aber ich mache auch schon mal einen Witz. Wollte euch nur foppen. Ihr kommt natürlich umsonst rein. Ach. Viel Spaß bei eurem Vater. Ui. Wer ist da? Oh, Vater, was haben Sie dir angetan? Du bist es wirklich. Und dieser große junge Mann ist mein Richard? Ja, Vater. Wie groß du geworden bist. Hast du schon einen Bart? Schon ein bisschen. Er spricht noch ziemlich spärlich. Geht es euch beiden gut? Wie seid ihr zurechtgekommen? Wo lebt ihr jetzt? Sie haben mir nicht das Geringste über euch berichtet. Das war die schlimmste Tortur. Wir lügen. Uns geht es gut, Vater. Mach dir keine Sorgen. Wir sind auf der Burg geblieben. Matthew hat sich um uns gekümmert. Aber ihr könnt dort nicht bleiben. Inzwischen hat der König sicher diesen fetten Tölpel Percy Hamley zum Grafen ernannt. Aber wo ist Matthew? Warum ist er nicht bei euch? Er konnte fliehen? Er konnte fliehen, komm. Er konnte mit uns fliehen. Gott sei Dank. Verdient etwas Frieden nach allem, was er für mich durchgemacht hat. Vater!
Wir müssen König Stefan bitten, dich fallen zu lassen. Nein. Ich habe König Heinrich einen Eid geschworen. Prinzessin Mathilde und ihre Söhne werden regieren. Ich habe Stefan keine Treue geschworen. Und ihr werdet es auch nicht tun. Selbst wenn die anderen Barone es taten. Hört ihr mich? Ja, Vater. Stefan ist nicht unser König. Nicht meiner und nicht eurer. Bitte, Vater, bitte beruhige dich. So, ich muss jetzt aber Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.